Das ist total bewölkt. Das hat auch die halbe Nacht geeimert. Ich habe einigermaßen gut geschlafen, war aber irgendwie um 4 ziemlich lange auch wach, weil ich irgendwie nicht schlafen konnte. Ich weiß überhaupt nicht warum. Das kommt eigentlich nicht häufig vor. Vielleicht war es die letzte Nacht in Amerika und ich bin so aufgeregt. I don't know. Hier ist übrigens mein Zettel. Da steht drauf, Zettelpass, dass ich meinen kleinen Zettel, der mein Pass ist, also mein amerikanisches Visum, dass ich das Ding auch abgebe an der Grenze, dem kanadischen Beamten. Sonst habe ich nämlich ein Problem, sonst bin ich nämlich ein illegaler Einwanderer in Amerika und das finden die, glaube ich, nicht so geil. Mal gucken. Aber für $30 kann ich nochmal tanken. Und den Zettel muss ich abgeben, das kriege ich Ärger. Ich habe jetzt, glaube ich, noch, lass mich gucken, ich habe jetzt noch $2 und 61 im Portemonnaie. Dafür kriege ich keine Ahnung was. Tank ist voll, das ist schon mal gut. Ich ordne jetzt mein Zeug hier noch mal ein bisschen, damit ich alle Unterlagen gleich bereit habe. Und düse dann über die Grenze und mache dann 3 Kreuze, wenn ich jetzt mal drüben bin. Ich meine, drüben ist genauso kalt, aber es ist Kanada. Und da sind die Leute nicht ganz so komisch. Und ich muss dann mal gucken, wo ich heute penne. Vancouver ist immer so ein bisschen problematisch. Moment, lassen die Kanadier mich wieder ins Land oder muss ich in Amerika bleiben als illegaler Einwanderer? Ich bin jetzt an der Grenze, weiß auch nicht, bin irgendwie aufgeregt, obwohl ich gar nicht aufgeregt sein müsste, aber es ist halt eine internationale Grenze und wer weiß, was die wieder alles machen. Naja, ich habe die Unterlagen alle und da ist jetzt Customs and Immigration, half a mile. Na, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber das macht auch nichts. Ich will auch gar nicht zurück. Ich will nach vorne. Ich will da hinten irgendwo hin. Die meisten sind offen. Warum stehen die alle rechts? Ah, ich fahre einfach hier. Ich nehme den zweiten, der sieht nett aus. Easy peasy. Der hat mir 5 Fragen gestellt. Die sind immer so nüchtern hier. Anstatt mal irgendwie zu fragen, ey, wie war dein Trip oder so? Nö. Where do you live? Where are you going? When's your return flight? Ja, come on. Da haben wir natürlich gerade vergessen, vor der Aufregung meinen Zettel abzugeben. Also mein US-Visum. Das habe ich dem anderen aber gerade hier in die Hand gedrückt. Da war noch so ein Officer. Ich hätte mir den Arsch gebissen, Alter, wenn ich das schon wieder vergessen hätte zum zweiten Mal. Aber die bringen mich immer so durcheinander mit ihren Scheißfragen. Welcome to Surrey. Ja, ich glaube, hier habe ich schon mal irgendwo geschlafen. Da ist ein Walmart, da darf man aber nicht schlafen. Und ich habe gelesen, hier gibt es in diesen Nebenstraßen, kannst du überall pennen. Das will ich auch tun. Also da stehen ganz viele. Entweder hier oder da hinten. Mal gucken. Ich glaube, hier bleibe ich. Das ist vernünftig für die erste Nacht in Kanada. So, es nieselt. Ich gehe jetzt ins Auto und dann gehe ich gleich ins Bett. Ich bin gerade aufgestanden. Das ist jetzt aber auch schon 20 nach 10. Das hat die ganze Nacht geregnet. Hier habe ich vorhin geschlafen heute Nacht. Genau da hinter dem habe ich gepennt. Da, optimal Hotshot Community Center, Free Warm Shower, bla bla bla. Genau 9 Uhr, die Library macht gerade zu. Richtig bequem mit tollen Sitzecken, Arbeitsecken, also eine der besten Libraries überhaupt, die ich jemals gesehen habe und ich habe eine Menge gesehen. Im Grunde könnte ich mich ja die nächsten 3 Monate aufhalten zwischen Walmart, Community Center und Library. Ich stehe jetzt direkt neben Walmart an der Straße bei den ganzen anderen Campern. Oh, das ist hier echt nur am Durchregnen. Aber ich habe ja gut geschlafen. Das regnet wie Eimer. Wie das Almat
wie sagt man? Das regnet ziemlich doll. Das ist einmal wie aus Kübeln. Ich habe zwei Schirme im Auto. Die sind aber beide unter meiner Matratze. Und da komme ich nur ran, wenn ich an die Seitentür gehe. Und das muss ich von draußen machen. Das mache ich nicht im Regen, um den Schirm zu holen. Das macht keinen Sinn. Fisch und Pilze, Ingwer, Knobi. Das ist ja schon wieder 12. Das ist im Grunde mein Frühstück. Jetzt esse ich noch ein oder zwei Bananen. Ich habe hier 1,6 Kilo Bananen gekauft. Andere Leute müssen jetzt arbeiten. Aber ich suche mir nachher auch einen Job. Da kommt die Sonne raus. Wird wahrscheinlich irgendwo auf dem Bau arbeiten oder so. Das wäre mein Liebstes. Da kriegst du am meisten Geld, wenn ich da 200 Monate ordentlich Knete verdiene und im Auto wohne. It's more than he can handle. Life is anything but. Naja, Sonne ist gleich wieder weg. Regen kommt mit Sicherheit wieder. Life is anything but. Ich war gerade noch anderthalb Stunden in der Library. Das war total nett. Nette Leute, alle super. Libraries sind hier echt nicht schlecht in BC, in Vancouver zumindest. Oh, 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 oh. Was geht denn da ab? Polizei, ich will eigentlich jetzt stehen und schlafen. Wo sind meine ganzen Camper? Na, da steht aber noch zwei, drei stehen da noch. Der ist doch fast perfekt hier, oder? Passe ich da überhaupt rein? Oh, dann, oh, Montagmorgen, 7:45. Es regnet wie Hucke. Gerade mit Pristine Labor gesprochen. Can you come in tomorrow morning at 9:30 and bring some stuff? I'll send you an email and bye. Ja, ja, finde ich gut. Just as soon as they turn on. So schön ist Vancouver im Regen, man sieht so gut wie gar nichts. Hab die letzten 5 Stunden in der Bücherei verbracht und mach mir, bevor es jetzt ganz dunkel wird, mein Armbrot. Ich habe nicht wirklich Bock, nachher in die Stadt zu fahren, aber ich habe noch weniger Bock, morgen früh um 8 in die Stadt zu fahren. Ich fahre jetzt nach Downtown, bzw. durch Downtown auf die andere Seite von Vancouver, versuche mich da irgendwo ins Wohngebiet zu stellen. Damit ich morgen A nicht die Fahrt habe und B schon mal einen Parkplatz, den ich mir gleich suche. Das wäre wie die Golden Gate Bridge hier, nur in grün. Hier muss irgendwo die Agentur sein und ich will irgendwo hier nach hinten parken und schlafen. Ja, ich bin auch schon da. Ich laufe hier mal eine Runde um den Block, gucke erstmal, wo ich bin, wo ich morgen hin muss und ob ich da überhaupt stehen darf oder nicht. Heute Nacht ist kein Ding, das Problem ist morgen. Wenn ich hier morgen 2 Stunden da drin bin, dann möchte ich nicht abgeschleppt werden und ein Ticket bekommen. So, mein Platz für die Nacht. Mit einem schönen Blick auf Downtown Vancouver. Jo, 8 Uhr. Ich bin aber schon wach, bin auch schon angezogen. Ich habe jetzt nicht so geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Hier ist kälter als da, wo ich gestern geschlafen habe. Also irgendwie, ich habe jetzt lange Hose an. Das erste Mal seit Monaten, dass ich eine lange Hose an habe. So, auf die Minute pünktlich. Ich gehe da jetzt rein und gucken, wie das alles läuft. Christine Labor, ja, das ist jetzt kurz nach 1. Hab da vorhin ein Gruppengespräch gehabt, Gruppeninterview mit denen. 4 Leuten, irgendwie 3 Deutsche und einem Tschechen. Und muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich mein PPE kriege, mein Personal Protective Equipment. Und also ein Hardhat, Boots und eine Warnweste. Und dann schicke ich denen einen Text, dass ich das habe. Und dann kriege ich dann irgendwie einen Job bei denen die nächsten Tage. Naja, aber ist in Ordnung. Vielleicht habe ich bald einen Job und wenn nicht, dann mache ich halt was anderes. Now turn right. Yes, ich fahre jetzt weiter. Das mache ich vielleicht auch bald. Stehe ich auch da mit dem Schild und sage den Leuten, dass sie hier langsam vorbeifahren sollen. Ich habe ja bei Pristine Labor vor der Tür geparkt. Echt 50 Meter vom Eingang entfernt. Und ich war der letzte von 4 Leuten, der da angekommen ist heute. Ich kann auch bei denen vor der Tür stehen und bin trotzdem zu spät und der Letzte. Ich bin noch nicht mal Downtown und hier ist so viel Verkehr, es ist echt Wahnsinn. Ich fahre jetzt zu Canadian Tire, das ist hier gleich um die Ecke. Guck da mal, ob ich da irgendwie ein Hardhat, eine High Visibility Vest und irgendwelche Boots bekomme für einen vernünftigen Preis. Also das sehe ich jetzt schon, das könnte auch echt zum Problem werden. Sollte ich irgendwo arbeiten, Construction Site, ich kriege keinen Parkplatz. Ich bin jetzt hier gerade wieder 5-mal im Kreis gefahren. Weiß ist die Farbe für den Supervisor, für den Construction Manager. Das bin ich nicht. Ich kann jede andere Farbe tragen. Ich hätte gerne blau, aber blau haben sie ja nicht. Aber gelb ist in Ordnung. Für das Geld. Und das ist von Stanley. Stanley hat $14 oder so. So, ich habe jetzt tatsächlich meine Arbeitsschuhe gekauft. Das heißt, jetzt geht es richtig rund.
das einfachste Ding, fällt ja jetzt schon auseinander, aber ist tipptopp für meine Zwecke. Ich werde Pristine Labor jetzt texten, dass ich quasi übermorgen arbeiten kann. Ich gehe jetzt ins Bett und versuche hier ein paar Stunden zu schlafen, stehe wieder neben dem Garden Center irgendwie und habe hier schon ein paar Mal geschlafen, hier ist alles tipptopp. Gute Nacht. Um 18 Uhr haben sie mir getextet, ob ich morgen arbeiten könnte. Ja, warum nicht, ne? Und dann, ja, ist auf der anderen Seite, ich habe aber gesagt, anywhere in Vancouver, ich muss ja nicht nur Northside sein, ich fahre doch gerne. Und da ich keinen Bock habe, morgen um 6 hier lang zu fahren und eh nicht weiß, ob ich da einen Parkplatz bekomme, mache ich das alles jetzt. Das heißt, ich fahre jetzt dahin, suche mir jetzt einen Parkplatz, werde da jetzt schlafen. Da arbeite ich morgen. Ich bin schon mal da und hier sind genug Parkplätze. An jeder Ecke ist hier ein Parkplatz. Es ist nur saukalt. Ich ziehe mich gleich richtig schön warm an und gehe ins Bett. Bin mal gespannt, was das morgen für ein Tag wird. Was ich da machen muss. So, bin auf der Construction Site, werde jetzt irgendwie diesen Jim suchen oder Sam oder wer auch immer mich hier erwartet. Gerade Mittagspause gehabt, ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht und eigentlich ganz nett, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Und jetzt bin ich halt wieder dabei, hier quasi die Flock Project abzudecken. Das mache ich mit Gail. Gail ist wahrscheinlich irgendwie unter Heavy Medication. Auf jeden Fall macht er den Eindruck, er wird total bekifft, aber ich glaube, das gehört so bei ihm. Im Grunde schneidet er mit seinem Cutter die Pappe zurecht und ich klebe die einfach nur fest. Also das ist so easy peasy. Muss ich halt oft bücken, auf die Knie gehen, aber alles Suche. Also jetzt 17 Uhr durch. Ich habe 8,5 Stunden gearbeitet. Bin ziemlich kaputt, aber es geht. Also es war auch ganz in Ordnung. Auf dem Bau arbeiten auch nur Idioten. Die sind zwar alle ganz nett, aber so richtig helle sind die auch alle nicht. Das merkst du halt auch relativ schnell. Die erzählen dir hier, mach das, mach das, mach das und denkst so.